Das erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, ist erstmal ein bisschen Wasser wegsippen. Vor allem, wenn ich auf leeren Magen gehe, damit ich einfach etwas im Magen habe, damit ich nicht so, ja, ich sag mal, nicht so mit leerem Magen rausgehe. Eigentlich will ich frühstücken, aber ich bin gestern auch erst gegen 3 Uhr ins Bett gekommen, weil wir nach dem Training noch in Lichtenau waren und ein paar Sachen erledigt haben. Ja, und ich meinen Schlaf reinbekommen will, aber das wird sich auf jeden Fall jetzt bessern. Die erste Nacht hier war halt viel zu spät ins Bett gegangen. Auf jeden Fall ist es mittlerweile 12 Uhr und wir gehen gleich ins Training. Deswegen erstmal auf leeren Magen rein ins Training. Gleich noch einen Kaffee vorm Training trinken, ein Wasser und dann hat man schon mal was im Magen. Dann überbrücke ich das Ganze mit dem Hungergefühl. Am Anfang ist das sowieso erstmal gar kein Problem. Wir sind bei entspannten 2700 Kalorien. Also könnte ich auch locker was essen, aber ich mag es einfach nicht, so früh vorm Training was zu essen. Noch 2 Stunden vorher will ich eigentlich nichts gegessen haben, damit ich einfach nicht im Training verdaue. Ich habe da immer so ein unwohles Gefühl beim Training, wenn ich zu früh vorm Training gegessen habe. Deswegen spare ich mir das, trinke jetzt mein Wasser und dann geht es auch ins Training. Heute steht Push auf dem Programm. Meine Brust ist noch ein bisschen vorermüdet, merke ich noch ein bisschen. Aber was wir machen, wenn man ein paar Tage nicht im Gym war, jeder kennt ist, der mal ein bisschen länger Pause gemacht hat. Der erste Muskelkater ist immer der schlimmste. Braucht auch immer am längsten, bis er weg ist. Ein bisschen warm machen und dann geht's auch mit der Brust, denke ich. Jetzt erstmal wegsippen und dann ins Training. Freunde, ich habe mir gerade die Aufnahme angeguckt und verzeiht mir bitte, wenn das hier oben noch ein bisschen heftig abgeschnitten ist. Ich muss mich immer noch an diese Kamera gewöhnen. Auf jeden Fall jetzt schnell erstmal weg damit. Let's go. So, da sind wir auch im Gym. Arthur hat mir netterweise Kaffee gemacht, aber unnetterweise trinke ich den alleine, weil Arthur den schon mit Saskia zu Hause getrunken hat. Und Marc ist auch da, hallo. Gut, dass er es gemacht hat. Warum? Aber ich muss jetzt alleine. Von mir, ne? Das Assi von ihm, ne? Besser, ne? Ohne ihn. Ja. Your voice used to keep me warm in the cold. Hammer! Wie geht's, Hammer? Oh. Schauen wir mal, was da da ist, ne? Hallo! Kartoffeln? Was für ein Fleisch ist das? Schweine. Das ist ja hier zu fettig, Papa. Nee, das ist nur mageres Fleisch. Mageres Schwein? Ja, kein Fett drauf. Kein Fett drauf. Ich glaube, das ist. Go? Go. Unsere erste Mahlzeit. Erstmal haben wir hier einen Salat, dann Kartoffeln und mageres Schweinefleisch. Hier haben wir das abgewogen, ganz einfach. Wir haben erst die Kartoffeln rausgenommen. Ihr habt ja gesehen, das war alles vermischt im Topf. Danach das Fleisch und so hat man das ganz easy. So könnt ihr auch essen, was gerade zu Hause da ist. Wenn eure Mom zum Beispiel kocht, wenn ihr zu Hause noch lebt. Oder wenn ihr irgendwo zu Besuch seid und eure Waage dabei habt. Ganz easy, jede Zutat einfach rausholen. Vor allem bei sowas, das ist sehr simpel. Man hat nur 2 Hauptzutaten. Die paar Karotten muss man jetzt nicht extern abwiegen. So passt das dann. Erste Mahlzeit. Und? Damit brechen wir unser Fasten und es ist gerade 16 Uhr und wir haben hier noch selbst eingelegte Gurken. Die schmecken richtig geil, oder?
Boah. Das Nil hat jetzt ungefähr 30 Gramm Eiweiß, 20 bis 30 Gramm Eiweiß und wir wollen immer pro Mahlzeit mindestens 40 Gramm Eiweiß haben, damit wir beide einfach einen Leucin-Spike haben. Genau, und vor allem, weil es nach dem Training ist, werden wir jetzt gleich nochmal 150 Gramm Thunfisch essen. Jetzt haben wir halt weniger Kalorien. Wie gesagt, am Anfang ist es noch relativ entspannt, weil die Kalorien noch relativ weit oben sind. Aber man muss sich schon langsam dran gewöhnen, dass man einfach die Mahlzeiten noch eiweißreicher gestaltet. Dass man einfach diesen, sag mal, die Routine reinkriegt, genau, die Routine, dass man nach dem Training schön eiweißhaltig ist. Hatte man zum Beispiel einfach mehr Nudeln, dann habt ihr auch schon mehr Eiweiß dadurch drin. Ja. Dann summiert sich das Ganze. Aber jetzt so, wenn man in Diät kommt, muss man eigentlich direkt versuchen, eiweißreicher zu essen und einfach in den Flow kommen, weil je niedriger eure Kalorien sind, desto eiweißhaltiger muss natürlich euer Essen sein. Und natürlich auch, man muss immer darauf achten, obwohl Kalorien niedrig sind, sollte man trotzdem auf 10 bis 15 Gramm Ballaststoffe auf 1000 Kalorien kommen, genau. Und dann 1 bis 2 Portionen Gemüse und Früchte auf 1000 Kalorien, das darf man auch nicht vernachlässigen. Deswegen nicht nur Whey und Snickers, wie wir schon mal gesagt haben. Snickers, weil ihr viel zu merken macht und in der Diät auch sowas essen wollt, könnt ihr natürlich auch, wenn wir auch noch drauf eingehen, aber eure Mikros nicht vernachlässigen und Ballaststoffe nicht. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine Dose Thunfisch. Hinten ganz gerade haben wir ein bisschen Salat noch gegessen für die Mikros. Ballaststoffe sind dann auch am Start und ich würde sagen, wir labern nicht zu viel, sondern essen jetzt Thunfisch. Ich liebe Thunfisch. Liebst du auch Thunfisch? Ja, vor allem pur. Don't forget your micros, bro. Oh man, thank you, appreciate it, man. Yeah. It's cold, man. Cold, man. Yeah. It's freezing cold. Yeah. Oh shit. Oh. Nein, falsch gepokert. Und das Mitte März. Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann haben wir noch im Juli Schnee einfach. Ne? Ja, und das mit Sommerreifen. Psst. Wir machen das in der Diät eigentlich immer so, dass wir den Großteil unserer Kalorien bis zum Abend aufsparen. Morgens versuchen wir erstmal gar nicht zu essen. Wir fasten ja immer bis zum Training. Nach dem Training gibt es dann erstmal ein eiweißhaltiges Meal, also Eiweiß und Kohlenhydrate nach dem Training, sehr wichtig, wenn man vor dem Training gefastet ins Training geht, also wenn man gefastet ins Training geht, auf jeden Fall nach dem Training direkt was essen. Vor allem in der Diät, im Aufbau ist das Ganze jetzt nicht so wichtig, aber in der Diät ist das Ganze wirklich zu empfehlen, einfach für den Muskelschutz, damit euer Muskel was hat. Und jetzt gibt es für mich auf jeden Fall erstmal hier, ich gönne mir 2 oder 3 Brötchen, ich habe noch fast 2000 Kalorien offen, ungefähr 1500, deswegen schmeiße ich mir jetzt erstmal ein paar Brötchen in den Ofen. Vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt, ja, wenn ich morgens ins Training gehe und gefastet trainiere, dann werde ich doch überhaupt keine Kraft haben. Das Ganze stimmt nicht, vielleicht ist es die erste Einheit so, vielleicht sogar die zweite, aber der Körper adaptiert da sehr schnell. Ich habe heute sogar gemerkt, dass ich irgendwie mehr Kraft im Training hatte, als wenn ich vor dem Training gegessen habe, weil ganz einfach, ihr verdaut im Training. Und wenn ihr für Training verdaut, wenn ihr davor gegessen habt, wenn ihr zu früh davor gegessen habt, ist das Blut nicht im Muskel und ihr habt weniger Kraft. Deswegen ist das Ganze einfach nur eine Einstellungssache vom Körper. Also der stellt sich da schnell drauf ein. Deswegen keinen Kopf machen, morgens mal nicht zu essen vor dem Training. Gerade übrigens 21.23 Uhr und morgen geht es um 5 Uhr raus. Deswegen werde ich jetzt das Video fertig machen, weil morgen ist sehr viel zu tun, damit das Video pünktlich kommt. Die letzten paar Tage, als wir in Berlin waren, war es ein bisschen schwieriger, die Videos rechtzeitig zu droppen. Hat auch oft nicht geklappt, die zur richtigen Uhrzeit hochzuladen. Aber zum Glück haben wir es alles noch irgendwie auf die Reihe bekommen. Und danke, dass ihr Verständnis dafür habt, Freunde. Und die letzten Tage sind einfach nur heftig, wie viele neue Zuschauer dazugekommen sind, wie viele neue Abonnenten da sind. Also erstmal, Freunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir machen Daily Vlogs, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall danke für euren heftigen Support und für die Leute, die schon lange dabei sind, heftiges Dankeschön für eure Loyalität. Also wir wissen das natürlich zu schätzen, wir kennen jeden Einzelnen, der regelmäßig kommentiert, wir wissen ganz genau, wer das ist. Also jetzt nicht persönlich, weil das ist ja irgendwie creepy, aber wir wissen, welcher Account das ist. Auf jeden Fall danke für euren Support, Freunde, und wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, würden wir uns natürlich jetzt schon über einen Daumen nach oben freuen, weil wieso auch nicht?
Viele Leute fragen mich, hä, was trinkst du da? Aber wir machen das so irgendwie in meiner Familie, dass wir schwarzen Tee mit Milch und Zucker trinken. Ich find's lecker, ihr könnt's ja auch gerne probieren, aber ich denke nicht jedem wird's schmecken, aber mir schmeckt's auf jeden Fall. Saskia schmeckt's zum Beispiel auch nicht. Saskia, schmeckt sie auch noch nicht? Nee. Falls ihr jetzt gerade fragt, hä, wieso hat er sein T-Shirt ausgezogen? Wir haben eine Dachwohnung mit Schrägen und wenn man mal den Backofen anmacht, dann ist hier gefühlt einfach eine Sauna drinne. Auf jeden Fall ist das Essen jetzt fertig. Für mich gibt es jetzt erstmal 3 Brötchen, jeweils eine Scheibe Kochschinken auf dem Brötchen, dann ungefähr 6 Gramm Frischkäse. Ich habe es jetzt nicht getrackt, sondern einfach ein bisschen geschätzt. Aber ich den... Danke, Saskia, das ist ohne dich. Ne? Genau. Auf jeden Fall, den Honig habe ich abgewogen, weil das ist hochkalorisch, das ist nur ein Leitfrischkäse. Da machen 5 bis 10 Gramm mehr oder weniger jetzt auch nichts, aber beim Honig ist das auf jeden Fall jetzt schon wichtig. Das sind nämlich 22 Gramm. Dann gibt es hier noch diesen Chai, den ihr probieren müsst. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Und noch einen kleinen Erkältungstee, weil vielleicht hört ihr das. Meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen und deswegen... Die Stimme, die hier aufgenommen wird, muss ich natürlich... Ja, ich rede jetzt hier gar nicht von gut, aber die muss ich angemessen anhören, würde ich sagen, oder? Es ist jetzt mittlerweile 9:45, ich habe das Mehl gerade aufgegessen. Jetzt geht's für mich auch gleich ins Bett, weil in der Diät ist natürlich auch sehr wichtig, seine Regeneration reinzubekommen. Den Schlaf darf man nicht vernachlässigen. Ich will morgen um 5 Uhr aufstehen und deswegen geht's jetzt ins Bett. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, kommentieren, was ihr in der Diät-Serie noch so sehen wollt. Und wenn ihr bis jetzt geguckt habt und noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.